Hallo, ich bin Ramona und das sind super leckere mediterrane, würzige Bagels. Bagels sind ja mega beliebt und können ganz vielseitig zubereitet werden. Aber kaum einer traut sich daran, diese ringförmlichen Köstlichkeiten selbst zuzubereiten. Wie schnell und einfach das jedoch geht, das zeige ich dir in diesem Video. An Zutaten benötigst du 440 Gramm Aufbackbrötchen, 3 Esslöffel schwarze geschnittene Oliven, eine rote Peperoni. Wenn du es nicht ganz so scharf haben möchtest, kannst du aber auch nur eine halbe Peperoni verwenden, ca. 100 Gramm geriebenen Käse, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel italienische Kräuter und einen Bund Basilikum. Zusätzlich nutze ich 2 Silikonformen Diabolo, da diese zusammen auf ein Backrost passen. Die Schneidflex, das A-Serie-Kochmesser und das A-Serie-Wellenschliffmesser, einen Topschaber, den Silikonbackpinsel und eine Rührschüssel. Zuerst gibst du 2 Esslöffel Olivenöl in deine Rührschüssel. Nun schneidest du die Aufbackbrötchen in kleine Stücke. Wenn du dein Messer mit etwas Olivenöl bestreichst, bleiben die Stückchen schön voneinander getrennt. Nun kommen deine Teigstückchen zum Öl. Als nächstes schneidest du deine Peperoni in kleine Stücke und gibst sie ebenfalls zum Teig. Nun kommen 2 Esslöffel Kräutermischung hinzu, sowie die geschnittenen Oliven. Zum Schluss hackst du eine Handvoll Basilikum grob und gibst sie ebenfalls gleich zu den Zutaten. Nun noch den Käse hinzugeben und alles miteinander verrühren. Spüle deine Silikonform vor dem Belegen einmal mit kaltem Wasser aus, dann bleibt nichts hängen und du musst sie nicht einfetten. Befülle deine Ringe nun gleichmäßig mit der Teigmasse. Nun kommen deine Silikonform für ca. 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den vollständig vorgeheizten Backofen. Nach 20 Minuten sind deine Bagels fertig und können ganz mühelos aus der Form genommen werden. Deine Bagels kannst du natürlich auch mit getrockneten Tomaten, Rosmarin, Schinkenwürfeln oder deinen ganz persönlichen Lieblingszutaten backen. Und danach kannst du sie aufschneiden und zum Beispiel mit Frischkäse bestreichen oder mit Salat, Wurst und Käse belegen. So kommt Abwechslung in die Pausenbox. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbacken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und über einen freundlichen Kommentar. Und wenn du eines der genutzten Produkte bestellen möchtest, dann schreib mir einfach ganz unkompliziert eine WhatsApp oder bestelle deine Wunschprodukte in meinem Online-Shop. Meine Telefonnummer und den Link zu meinem Online-Shop habe ich dir unter das Video in die Infobox geschrieben. Diese erscheint, wenn du beim Videotitel auf Mehr drückst. Und jetzt vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du keine Rezepte mehr.